Und damit kommen wir zum Intercontinental Champion Titel Match mit dem Czar of Pain, der jetzt gerade zum Ring geht. Ich sammle jetzt einfach mal so dazwischen. Ja, er wollte ja wieder gegen Rusev. Es ist auf jeden Fall ein Fatal 4-Way Match. Man wird sehen, wer sein Gegner wird. Fatal 4-Way, kann sein, dass Rusev auch mit dabei ist. Und wenn ja, wer sind die anderen beiden? Der Jack of Clubs, Yuri Volkov oder auch Czar of Pain. Aber mal gucken, wer die anderen beiden sind, die gegen antreten. Ich weiß natürlich, aber ich werde es euch noch nicht verraten. Werdet ihr sehen. Aber lassen wir erstmal hier ihn ganz stolz im Ring stehen und gucken, wer die anderen drei sind. Muss ich ja sagen, drei. Heißt ja nicht, dass Rusev dabei ist. Ja, da sind alle vier im Ring. Wir haben den Champion natürlich, den Czar of Pain. Wir haben Rusev, den er ja auch wollte. Und wir haben den, keine Ahnung wie oft, ich glaube dreimaligen Intercontinental Champion, den Three-Time Champion Booker T. Und wir haben Rob Van Dam, was mich eigentlich wundert. Weil er hat mit dem Czar of Pain eigentlich so an sich nie was zu tun gehabt. Gut, er hat ein paar Siege gegen Rusev eingefahren. Aber vielleicht lag es auch daran, so er will Rusev. Ja, da musst du auch mit den Gegnern klarkommen, die ihn schon mal besiegt haben. Also wenn ich jetzt wirklich einen Favoriten hier raussuchen müsste, wirklich einen Favoriten, wäre ich, denke mal, mein Tipp wäre jetzt Booker T.
da er einfach schon oft den Titel hatte. Ja, deswegen Booker T ist hier definitiv mein Favorit in diesem Match. Natürlich würde ich es auch den anderen gönnen. Ja gut, Rusev nicht unbedingt. Bin jetzt nicht der größte Rusev-Fan. Davon, was sammle ich da für einen Scheiß? Als United States Champion hat er eine verdammt super Figur gemacht. Aber Rob Van Dam ist so... Ja, den mag eigentlich jeder. Also auch Favo auf jeden Fall. Gut, es ist immer noch ein Computerspiel, nicht die Realität. Das darf man hierbei jetzt nicht außer Augen lassen. Aber wenn ich jetzt so vom Universe her den Verlauf betrachte, ist Booker T mein absoluter Favorit auf den Sieg. Weil ist halt so. Gut, ich würde es jedem anderen auch gönnen. Aber das sagte ich ja auch schon. Na klar, es kann natürlich auch sein, dass der Zar of Pain natürlich den Titel einfach behält. Und was man hier natürlich auch sieht, Booker T ist gegen den Zar of Pain am Fighten. Ganz klar, der Champion gegen den multiplen ehemaligen Champion und Rusev gegen Rob Van Dam. Weil die sich ja auch schon ein paar Mal in den Klotten hatten. Und mal gucken, ob sich Rusev und der Zar of Pain auch noch in den Klotten kommen. Denn es sind ja eigentlich ganz gute Kollegen. Simone Drop! Jetzt von Rusev. Also Rusev und Zar of Pain bisher korrigieren sich nicht in die Quere, aber irgendwann werden sie sich in die Quere kommen. Weil, klar, Rusev möchte auch gerne den Titel haben. So ist es nicht. Der wird jetzt nicht sagen, ja, ich halte dir den Rücken frei, aber ich lasse dich gewinnen. Das wird der nicht machen. Und da haben wir auch schon das Cover, ja, Rope Break. Gut, der erste Pin zählt. Darf man nicht vergessen, so, und da gab es das Comeback von Rob Van Dam. Der jetzt erstmal fliegen geht und voll daneben fällt. Cover jetzt von, na, wieder Rope Break. Na, Rusev und RVD, die geben sich da auch so gegenseitig so die ein bisschen die Klinke in die Hand. Es geht ganz gut hin und her. Außer, dass die Paare halt nicht so durchgeswitcht werden. So, jeder hat hier seinen Gegner. Und da versucht der Zar of Pain das Cover. Und Rusev, der bleibt einfach auf RVD liegen. Der Zar of Pain, ich meine, Rusev bleibt drauf liegen. Und jetzt haben wir genau den Partnertausch, den ich so dachte. So, Rusev gegen den Zar of Pain, Booker T gegen RVD. Und die beiden brauchen ja nicht mal was mit dem Cover an sich zu tun zu haben. Wenn die beiden untereinander sich verprügeln, kann natürlich sein, dass ein Booker T oder Rob Van Dam einfach mal ein Cover anbringt oder einen Aufgabegriff und das Match ist vorbei. Ganz simpel. Und Rob Van Dam fliegt und trifft. Er fliegt und siegt. Mehr oder weniger. Das heißt, auch wenn Booker hier mein Favo ist, heißt das nicht, dass er auch den Sieg davon trägt. Weil es ist ja immer noch die Sache, das erste Cover, der erste Tap-Out ist, das erste Three-Count, muss man jetzt so fairness halt aber sagen, ist der Sieg und der automatische Titelgewinn. Und wir haben die Paare schon wieder durchgeswitcht und ich bin gar nicht drauf eingegangen. Was soll das denn jetzt? Der Zar of Pain gegen RVD und Booker T gegen Rusev, also die, die sich praktisch gesehen eigentlich noch nie in die Quere gekommen haben. Oh, ein Roller von Rob Van Dam. Während Rusev und Booker da hinten beschäftigt waren. Ja gut, da hat Rusev ja eigentlich auch einen ganz guten Gegner, was das angeht, dass er halt einen sehr erfahrenen und... Oh, Cover, Cover, da kann aber Rob Van Dam mit einem Legdrop unterbrechen. Ja, die lassen sich hier gar nicht so groß hier die Farm vormachen. Oh, Aufgabegriff gegen Cover. Und jetzt auch wieder gegen Rusev. Ey, was soll der Scheiß? Oh, jetzt kommt Booker T auch noch mit dazu. Jetzt gehen sie beide auf Rusev-Wurf. Double Suplex. Und da liegt Rusev platt. Ja, Belly to Belly Suplex. Und Booker bringt da das Cover an. Ah, da kam aber raus. Da stand Rob Van Dam nämlich dem Zar of Pain im Weg. Nächstes Cover von Rusev. Kommt aber auch nicht bis zu 3 durch. Das wäre es ja jetzt, wenn der Zar of Pain einfach mal so hinterrücks den Titel von Rusev abgeluchst bekommt.
Oh, da muss man jetzt aufpassen. Ich glaub's nicht. Er hat getappt. Rusev ist neuer Intercontinental Champion. Es ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Rusev luchst dem Zaufpen einfach mal hinterrücks den Titel ab. Und ich glaube nicht, dass das dem Zaufpen so gut gefallen wird. Aber mal gucken, vielleicht wird es einen Rückmatch geben. Wer weiß. Wir kommen zum nächsten Match.